Heute gibt es wieder ein Video über Ausrüstung und Equipment. Ich habe mir eine neue Spule gekauft und ich möchte euch die mal schnell zeigen. Das ist eine etwas größere Spule, handelt sich dabei um die Blackdog-Spule von dieser Firma hier, welche aus Spanien ist. Also eine Spule, die in Spanien hergestellt wurde. Spanien ist ja auch ein Land, wo sehr viel gesondelt wird und da gibt es anscheinend auch ein paar sehr interessante Firmen. Und ja, ich habe mir die Blackdog-Spule geholt und die will ich euch heute mal zeigen. Hier ist sie. Das gute Stück ist eine sehr leichte Spule für die Größe, was ich sehr erstaunlich finde. Ich werde sie gleich mal wiegen. Da haben wir 543 Gramm. Das ist im Grunde genommen das Gewicht der Spule mit Kabel. Das Gewicht kann dann noch ein bisschen variieren. Je nachdem, welchen Detektor man hat, ist da ja ein anderes Kabel dran. Ich habe sie mit Kabel gewogen. Gewicht habt ihr gerade gesehen. Ungefähr 540 Gramm mit Kabel und mit Spulenschutz. Ja, der Spulenschutz, der sieht so aus. Das ist dieser graue Spulenschutz hier unten, wie ihr sehen könnt, ist die Spule auch schon gebraucht. Ich habe die natürlich auch schon ausführlich getestet. Ich werde den einfach mal abmachen. Der Spulenschutz ist einfach so dran, ohne irgendwelche Sicherheitsclips. Er sitzt aber sehr fest. Also der sitzt wirklich fest, den wird man nicht verlieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, man hat 2 Jahre Garantie auf die Spule, nochmal so nebenbei. Und hier unten sieht man, wie das verarbeitet ist. Also sieht alles recht gut aus. Das haben sie nicht zugegossen, wahrscheinlich um Gewicht zu sparen. Diese Stellen hier liegen frei, auch wenn man den Spulenschutz dran hat. Da kann sich ein bisschen Dreck drin sammeln. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Eine negative Sache gibt es aber an der Spule. Und zwar ist keine Spulenschraube dabei. So etwas würde ich mir in Zukunft immer wünschen, dass die ihre eigenen Spulenschrauben herstellen und die hier fälligst mitliefern. Weil was ist denn, wenn man ja seine Spulenschraube zerbrochen hat von seiner Originalspule? Dann kann man die Spule nicht anbringen. In meinem Fall ist natürlich kein Problem. Ich habe bestimmt 5 Ersatzspulenschrauben noch. Ich habe auch von der Sniper-Spule da hinten, von der Mars-Spule, habe ich ja auch noch eine Schraube dabei. Ja, aber für die Zukunft, liebe Blackdog-Hersteller, macht mal eine Spulenschraube mit drin. Fände ich sehr gut. Ja, ansonsten ist die Spule für ihre Größe und für ihre Tiefensuchleistung und für die Fläche, die man damit machen kann, leicht. Also wirklich die leichteste Spule in der Größe, die ich jemals hatte. Und ich glaube auch nicht, dass es eine andere Spule gibt, die da mithalten kann. Deswegen habe ich mich am Endeffekt ja auch für diese Spule entschieden. Die wird auf jeden Fall die Standardspule von meinem Nocta Impact komplett ersetzen. Ja, die wird überhaupt keinen Nutzen mehr haben, die Standardspule, weil die Spule hier ist wesentlich besser. Die geht tiefer, kann mehr Fläche machen und ist ein Leichtgewicht. Ich zeige es nochmal von der Seite, wenn man jetzt den Spulenschutz dran hat, dann ist das alle zu, bis auf diese Streben hier, wo keine elektronischen Sachen drin verbaut sind. Das ist einfach offen gelassen worden, um Gewicht zu sparen, ne? Sonst wäre der Spulenschutz noch schwerer geworden. Und was wären das? Das wären vielleicht noch mal 20 Gramm mehr oder so. Aber na gut, man möchte halt die Spule so leicht wie möglich machen. Und deswegen haben sie auch hier die Lücken gelassen. Und das haben sie auch geschafft. Finde ich auch gut. Ja? Also das Gewicht ist wirklich wichtig, wenn man eine große Spule dran hat. Man kann dann viel intensiver und länger schwenken. Ja, ansonsten ist es ein sehr kompaktes, schönes Gerät. Werde damit in Zukunft, wenn ich den Impact verwende, mit dieser Spule sondeln, weil ich damit halt schön auf Militarier gehen kann. Das ist eigentlich der Plan dahinter. Ich möchte die Spule und den Impact hauptsächlich für Militarier verwenden. Und ich habe ja noch mehrere Detektoren für andere Bereiche, die ich dann für andere Ziele verwende. Aber für Militarier ist die Spule meine erste Wahl. Und es macht richtig Spaß, damit zu sondeln. Das schwenkt sich richtig gut. Und die Spule hat einfach bei mir einen positiven Eindruck hinterlassen. Ja, ist ein sehr präziser Pinpointer auch, den man da drinnen verbaut hat. Ich habe das getestet. Ich bin da immer sehr viel am Pinpointen. Ich mag das nicht, wenn ich die Objekte nicht schnell und präzise pinpointen kann, weil ich möchte die nicht kaputt hacken. Und deswegen finde ich das auch sehr gut, wie sie die Pinpoint-Eigenschaft umgesetzt haben, sehr genau. Ja, wenn ihr eine Spule sucht, eine größere, dann solltet ihr euch die Blackdog mal anschauen. Vielleicht ist das ja was für euch. Und wenn ihr euch die kaufen wollt, dann könnt ihr das, wenn ihr wollt, mit meinem Rabattcode machen. Der steht in der Videobeschreibung. Und die Spule gibt es im Moment nur beim Sonnengänger-Shop. Und mit meinem Rabattcode könnt ihr da auch noch ein bisschen Geld sparen. Ja. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war informativ. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann stellt diese Fragen einfach in die Kommentare. Ich werde sofort antworten, wenn ich das sehen kann. Ich zeige euch in Zukunft natürlich noch viele andere Sachen hier auf meinem Kanal in der Kategorie Ausrüstung und Equipment. Heute wart mal diese Spule. Mal sehen, was das nächste Mal ist. Ich habe so viel Zeug inzwischen angesammelt durch dieses wunderbare Hobby. Da gibt es echt viel zu zeigen noch. Welches Produkt oder welchen Ausrüstungsgegenstand wollt ihr mal sehen hier? Das soll ich euch zeigen. Schreibt in die Kommentare, vielleicht kann ich ja dazu als nächstes dann ein Video machen. Dann macht's mal gut, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Sondeln.